möchte alle bekehren können. Unsere Kirche, wie oft muss ich das sagen, ist, das würde ich persönlich nicht wagen zu sagen, aber der Heiland sagt mir, ist eine Kloake geworden. Ein Sündenpool ohnegleichen. Obwohl ich auch da sagen kann, keine Regel ohne Ausnahmen. Aber die Homosexualität und die, all diese, ich will nicht weitergehen, weil es noch Kinder hier hat, das ist alles noch drin. Und glaubt ihr, dass der Heilige Geist in einer Kloake, wie der Heiland sagt, arbeitet? Das heißt aber jetzt nicht, dass man einfach zur Kirche herausgeht und keine Kirche mehr hat. Ich verstehe schon, dass man heute viele nicht mehr an das akzeptieren kann oder glauben kann, weil die Kirche total versagt hat. Aber glaubt ihr, dass die Menschen versagt haben, dass Gott nicht irgendwo hilft? Es gibt immer irgendwo noch Priester oder Bischof, der das Beste will. Aber die beziehen ja ihre Gnaden vom Papst her, von den Bischöfen her. Ist da nicht einfach auch schon der Böse triumphiert ja in der Kirche, dass da schon Gift drin ist? Ich bin ein außerstehender Bischof, ich bin nur ein Werkzeug Jesu, aber ich bin auch Bischof. Ich kann euch geben, was ihr sucht. Ich bin dazu bereit. Das hätte mich eigentlich Gott bestellt, wenn der Mensch nicht will. Vielleicht das Leiden, das ich habe darüber, ist für mehr wert, als wenn ich tausende und tausende Menschen, die einfach kommen, weil aus Gewunder und wisst ihr, wie das, nein, das könnt ihr nicht wissen, wie das wehtut, weil man weiß, ich habe die Fülle, bekomme die Fülle von Gott und alles. Und wie mal ein Bischof mal geschrieben hat, dass er mich so sieht in einem Jahrmarkt, da gibt es sehr heiß und alles, und überall hat sie so Gefäße mit Wasser, aber es ist so prackig und alles. Und da steht auch noch ein und er kennt mich darin und er hat ein fließendes Quellwasser. Aber nein, sie gehen in das prackige Wasser holen, anstatt das Quellwasser. Ich weiß, Gott wird mir sehr helfen müssen, dass ich kann anfangen zu sagen deutlich, was ich bin. Und was ich könnte. Aber nicht, was Menschen wollen. Sicher kommen auch Menschen zu mir mit Wünschen, die in Gottes Namen nicht das Ideal wäre für den Menschen. Und dann kommen vielleicht 90-Jährige, die ein bisschen Wehwehchen haben, das Alterswehwehchen, und möchten wie 20-Jährige wieder davon springen. Ja, nein, ich bin kein Jungbrunnen in dem Sinn. Nur fürs Herz, für die Seele bin ich ein Jungbrunnen. Ja, aber es sind schon andere gekommen, weil sie von mir hörten, von Wundertaten zum Beispiel. Dann kommen sie zu mir und wundersüchtig. Und weil sie schon bei vielen so Begnadeten waren, schrägen Begnadeten, falsch Begnadeten, Pseudo-Begnadeten, dann kommen sie noch zu mir, man hat von mir auch noch was gehört. Oh nein. Dankeschön. Denn sie möchten, haben dann Wünsche und die sind so menschlich, dass jetzt in der Zeit, wo wir heute sind,
Da kann man nicht selig, selig sein. Und nein. Es ist ein Krieg. Wenn ihr sehen könntet, wie draußen, wie oben in den Lüften, ein Krieg unter den guten und bösen Engeln ist, herrscht. Um uns Menschen.